Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Vadim und auf diesem Kanal findet ihr die besten Immobilien zu den bestmöglichen Preisen an der Costa Blanca. Und heute, meine Freunde, sind wir in La Mata und zeige euch eine Immobilie für 129.000 Euro mit zwei Schlafzimmern, einem Badezimmer, wunderschönen Pool, zweite Strandlinie, direkt am La Mata Strand, wie ihr bereits kennt. Super großer Strand, viel Platz, bietet verschiedene Strandbars. Ist einer meiner Lieblingsstrände hier, hat auch einen wilden Strand auf der rechten Seite. Wir haben dort verschiedene Parks, Naturparks mit Dünen. Also es ist wirklich super, super schön hier. Rechts haben wir den Pool von der Immobilie, den ich bereits erwähnt habe. Auch sehr schön, super groß und bietet natürlich sehr viel Platz mit echtem Rasen. Schönen Bäumen, Pinienbäumen und es riecht einfach richtig geil hier. Meer gemixt mit Pinienbäumen, also wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt, meine Freunde, schauen wir uns mal das Gebäude von außen an und die Immobilie. Und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Folgt mir auf Instagram. Ihr seht die Preise, bevor sie auf den Markt kommen. Und ich schreibe auch allgemein über die Wirtschaft. Also, meine Freunde, bis gleich. Okay, wir sind jetzt direkt vor dem Haupteingang vom Gebäude, das ist, wo die Immobilie ist. Und ihr werdet sehen, das Treppenhaus, der Eingang zum Treppenhaus, ist wirklich sehr gepflegt. Das heißt, wir haben auch einen Fahrstuhl dort. So, kommt mal rein. Und wie ihr sehen könnt, alle super schön gepflegt. Und auf der rechten Seite haben wir dann auch den Fahrstuhl. Also wirklich eigentlich super, super gut. Und jetzt gehen wir mal hoch und schauen uns mal alles von innen an. So, wir sind jetzt im dritten Stockwerk und zeigen euch mal die Immobilie von innen. Ihr werdet sehen, dass die Wände in verschiedenen Farben gestrichen sind. Wir haben grün, lila, blau, hellblau, alles mögliche, rot sogar. Und in den 80er, 90ern und Anfang des 2000er war es üblich, dass die Ferienhäuser und Wohnungen hier in Spanien, also die Spanier selbst, haben sie wirklich in verschiedenen Farben gestrichen, damit es einen fröhlichen Ausdruck hat, die Wohnung, und damit es halt wie eine Ferienwohnung ist. Ne? Also fröhlich, viele verschiedene Farben, aber mittlerweile sieht es halt etwas, naja, komisch aus. Gut, wir fangen mal mit dem Hauptschlafzimmer an. Das Hauptschlafzimmer, ja, wir haben sehr helle Fenster, wir haben zwei Schlafzimmer hier. Sehr helle Fenster, ein großes Hauptschlafzimmer mit Einbauschrank. So, und dann haben wir hier, wie im Wilden Westen, die Küche mit so einer komischen Tür. Das heißt, stellt euch mal vor, jemand schläft da drin und dann haben wir so eine nervige, quietschende Tür, wenn wir jedes Mal in die Küche reingehen. Das heißt, es ist schon etwas komisch. Ehrlich gesagt, das allererste Mal überhaupt, dass ich sowas gesehen habe. Okay, das ist wirklich sehr, sehr komisch. So, kommt mal rein. Die Küche dafür aber ist ziemlich geräumig, sehr groß. Wir haben eine große Arbeitsfläche, viel Stauraum, also wirklich sehr viel Stauraum. Wir haben halt die ganze Ecke und theoretisch, wenn ihr möchtet, könnt ihr die Wand hier rausnehmen, habt ihr eine große offene Küche mit einem sehr großen Wohnzimmer, was ihr jetzt sehen werdet. Und zwar haben wir so ein schön großes Wohnzimmer mit viel Platz, einen großen Essbereich, wo sechs Leute locker reinpassen werden. Und da hinten haben wir noch Einbauschränke, wo wir eventuell noch einige Sachen verstauen können. So, dann haben wir hier aus dem Essbereich, kommen wir direkt zum Balkon. Der ist auch nicht klein, wie ihr sehen könnt, und schön auch mit der im Mediterranen gebaut, mit den mit dem Stein. Also sieht schon sehr schön aus. Und wir sind natürlich in der zweiten Linie, dürft ihr nicht vergessen, wir sind in der zweiten Linie vom Strand. Das heißt, der Strand ist hier 50 Meter entfernt. Also wir sind wirklich direkt am Strand. Also eine schöne Ferienwohnung direkt am Meer. Gut, komm mal mit. Dann haben wir hier das zweite Schlafzimmer und Badezimmer. Was hier etwas komisch ist, was ich vorhin gesehen habe, das Klo und die Waschmaschine sind direkt aneinander geraten. Das heißt, man müsste sich irgendwie so hinsetzen, dass man aufs Klo kann. Das heißt, wir haben, ist wirklich sehr komisch. Eventuell könnte man die Waschmaschine einfach in die Küche stellen, da haben wir hier halt den ganzen Platz. Ansonsten ist das wirklich sehr komisch. Also, oder halt das Umdrehen ein bisschen, da würde wahrscheinlich die Tür kaum noch zugehen, aber müsste man schauen. Okay, zweites Schlafzimmer, auch bietet ordentlich Platz, Einbauschrank, großes Fenster, viel Licht wieder. Und wir sind zum Süden ausgerichtet, das heißt, wir haben den ganzen Tag Sonne. Im Sommer, wie ihr sehen könnt, ist es ziemlich heiß hier drin. Man bräuchte eine Klimaanlage, aber die könnte man hier ohne Probleme einbauen. Und das war's auch mit dem Video und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Immobilie, schickt mir eine Anfrage, kommentiert das Video, liked das Video. Wir nehmen wöchentlich für euch Immobilien auf.
Die Immobilienknappheit ist natürlich immer noch wirklich sehr stark. Wir haben kaum neue Listings, also kaum neue Immobilien, die wir akquirieren sozusagen. Deswegen kauft, was übrig ist, denn der Markt ist wirklich überfüllt mit Käufern. Wir haben zu wenig Immobilien, die Preise sind rasant am Steigen. Also wirklich ein guter Zeitpunkt, um jetzt zu investieren und nicht noch ein bisschen noch zu warten. Okay, wie gesagt, immer ehrlich, schaut die anderen Videos an, abonniert uns, abonniert mich auf Instagram und wir sehen uns bald, meine Freunde, in Spanien.